Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Dieses Mal sind wir im Bereich rechtsbewusstes Handeln oder RBH wieder unterwegs. Viel Spaß beim Zuschauen! So, da sind wir wieder. Wie gerade eben schon erwähnt, wieder ein Video zum Thema rechtsbewusstes Handeln. Wie immer mit Ausgangssituation und einer Situationsaufgabe. Ich lese sie gerade mal vor. Die Z GmbH mit Sitz in München hat 964 Mitarbeiter. Der Betriebsrat wurde gewählt und das Unternehmen ist tarifgebunden. Zur Situationsaufgabe. Als Meister in Ihrer Abteilung stellen Sie einen neuen Mitarbeiter für die Bearbeitung an einer CNC-Fräsmaschine ein. Nach 2 Wochen stellen Sie fest, dass dieser bei dem Vorstellungsgespräch gelogen hat und keinerlei Qualifikation hat, diese Maschine zu bedienen. Ach sowas. Sie möchten diesen Mitarbeiter nun fristlos, in Klammer außerordentlich, kündigen, aber der Betriebsrat widerspricht Ihnen nach einer Anhörung schriftlich und fristgerecht. 2 Teilaufgaben, A und B. A. Ist der Widerspruch des Betriebsrats rechtswirksam? Gibt 4 Punkte. Bei 4 Punkten muss man darauf achten. Da gehört auf jeden Fall auch eine Angabe des Gesetzestextes oder des Paragraphen dabei. Und B. Schützt das Kündigungsschutzgesetz den Mitarbeiter vor einer Kündigung? Gibt auch 4 Punkte, also auch wieder Angabe des Paragraphen. Gut, wie gehen wir jetzt wieder vor? Bei A, da gehen wir wieder, wir schlagen unser Arbeitsgesetzbuch auf. Wir gehen auf die Seite ziemlich weit nach hinten, so um die 950 sowas. Genau hier beim Sachverzeichnis. Wir sind hier bei A. Wir gehen mal zu B, Betriebsrat. Ja. Genau auf der Seite 950, Betriebsrat. Und dann suchen wir. Dum, dum, dum. Kleiner Moment. Wo ist es denn? Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hier. Ordentliche Kündigung. Ordnungsziffer 81, Paragraph 102. Das Fette ist immer die Ordnungsziffer und das Kleine ist der Paragraph. Können wir hier oben schauen. Ne? Hier Ordnungsziffer 56a, 74, 81. Und dann 100, 102 war es. 102. So, da ist er auch schon. Was steht denn hier so? Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Ja, das ist klar, das ist gut. Eine Anhörung ohne Betriebsrat, Kündigung unwirksam. Okay, das ist für uns nicht interessant. Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kündigung Bedenken? So kann er. Ja, das bedeutet. Hier, da steht's. Der Betriebsrat kann innerhalb der Frist des Absatzes 2 Satz 1 der ordentlichen Kündigung widersprechen, wenn bla bla bla. So, jetzt ist es so, hier ist immer die Rede von ordentlich, aber wie hier im Text in der Ausgangssituation drin steht, haben wir hier eine außerordentliche Kündigung. Das heißt, der Betriebsrat, der hat nur Mitspracherecht, der darf nur widersprechen oder ja, rechtswirksam widersprechen,
Wenn das auch eine ordentliche Kündigung ist. Wenn das gar keine, wenn das eine außerordentliche Kündigung ist, dann hat der, kann der da gar nicht mitreden. Und das ist auch schon die Lösung. Hier. Ich schreibe mal auf A. Und das ist dann Paragraph 102 war das. Absatz 3 des Betriebsverfassungsgesetzes. Mache ich hier sowas. Und dann der Betriebsrat kann nur bei ordentlichen Kündigungen widersprechen. Kann nur bei ordentlichen Kündigungen widersprechen. Widersprechen. Und dann wieder so ein Fall, also nicht rechtswirksam. Rechtswirksam. So, wunderbar. Dann die B. Schützt das Kündigungsschutzgesetz den Mitarbeiter vor einer Kündigung? Da gehen wir einfach mal rein in das Kündigungsschutzgesetz. Dazu gehen wir hier mal ganz vorne rein. Und hier gehen wir unter K, Kündigungsschutzgesetz. Das ist Ordnungsziffer 20 oder auch Seite 139. Ordnungsziffer 20, 17, 20. So, hier, Kündigungsschutzgesetz. Da haben wir es. Das steht hier so schön. Schönes. Sozial ungerechtfertigte Kündigungen. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als 6 Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. Also, da können wir dann sagen, auf die Frage bezogen, schützt das Kündigungsschutzgesetz? Nein, das schützt nicht. Laut Paragraph 1 Absatz 1 des Kündigungsschutzgesetzes greift es erst, wenn man länger als 6 Monate ununterbrochen im Betrieb gearbeitet hat. Da greift es erst, wenn das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate bestand. Gut. Dann haben wir A und B erfüllt, 8 Punkte ergattert. Damit bin ich fertig für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.